Leute, hier ist wieder MacQuisto 2051 und ich begrüße wieder recht herzlich Verona MC. Jawohl, und wir sind wieder bei Sky Factory 256 auf dem Sky Factory Multiplayer Server. So schaut's aus. Warum habe ich hier nur 20 FPS? Ich sag ja, hier ist echt kacke. Da hinten ganz viele Maschinen von Nym und dann noch die vielen Maschinen von Joker. Ich versuche schon meine Baumfarm auszulagern und die ganzen Mist hier wegzukriegen, der von mir da ist, aber der macht selber nicht sehr viel aus. Aber wenn du auch darüber guckst, wie Nym hat da so, da kamen gerade 10 Millionen Monster runtergefallen. Ja, da kommen immer sehr viele auf einmal. Das macht natürlich auch, das muss alles animiert werden. Und da drüben das ME-Geblinker. Deswegen versuche ich ja immer mehr auszulagern. Und da drüben das ME-Geblinker und so. Nein, es braucht halt schon. Ist halt verdammt viel. Ich müsste mich mal um die Feind kümmern, habe ich noch nie gemacht. Angeblich macht das auch nochmal mehr FPS. Ich habe eigentlich gedacht, ich wäre der Letzte, so vom Fortschritt her. Aber wenn ich bei dir hingucke, hast du auch nicht viel. Nö, und auch noch nicht weitergemacht. Ich gehe jetzt in meine andere Dimension und mache dort endlich die Baumfarm hin. Oh ja. Dann lagere ich diesen ganzen Kram mit dem Auto, Hammer und Co. auch mal aus. Na, ich habe das ja auf An-Aus-Modus. Bei mir läuft es seit ein paar Tagen nicht mehr. Ja, wie gesagt, das kommt bei mir alles noch früher oder später weg, aber das wird noch ein paar Folgen dauern, bis ich das fertig habe. Ich gehe jetzt erstmal rüber und gucke. Irgend wird man auch teleportiert. Der Weihnachtsbaum ist auch noch da. Nach meiner neuen Baumfarm, die ich vorhabe, bauen. Ich gehe dann mal wieder zurück zu mir. Mach das. Ja. Ach, ich habe natürlich ein Fass vergessen. Und dann kann man hier mal mit dem B-Space Upgrade und der Gabel. Der Stimmgabel die Fässer aufeinander abstimmen. Ich brauche noch mehr Fässer. Hier. Äpfel und Stämme hätte ich natürlich gerne hier drüben. Baumsetzlinge interessieren mich ehrlich gesagt sehr wenig. Ach ja. Krass, je weiter weg ich komme, desto mehr FPS habe ich. Ja, da kann ich nichts für. Wie gesagt, ich habe sehr wenige Maschinen hier gebaut und werde von allen Seiten zugebombt, das ist echt scheiße. Und je nachdem, wie viel Pech man hat, gehen die von Shadow drüben natürlich auch noch hier ein und ach ja. So, ja, das ist doof. Ich habe hier schon ein bisschen weiter gebaut. Ich habe hier nämlich schon mal angefangen, die Treppe endlich nach oben zu bauen. Dass wir hier auch hochkommen zu unserem Castle. Da fehlt natürlich noch ein bisschen Fackelzeug und so. Baroner Menschen. Warum Menschen? Ja, das Hochhaus, dieses tolle Haus. Ach so. Die Manic-Menschen. Dieses Menschen. Nein. So sieht's bei mir ja nicht wirklich aus. Wieder die Dolly vergessen. Oh, verdammter Mist. Dann wirst du wohl nochmal zurück müssen. So, ich muss mal gerade gucken, wie ich das drüben gebaut habe. Auch gebunden. Passt. Ich könnte immer noch festmachen. Drei. Dann muss ich hier noch ein bisschen. Ach, verdammter Shit. Ich glaube, jetzt kann ich sie nicht mehr upgraden. So, dann. Das Kram nochmal machen. Hä, stimmt das überhaupt? Ja, stimmt. Unglaublich, aber wahr. Brauche nicht mehr als 64 Stacks von denen. Okay, dann brauche ich. Meine Axt und freue mich drauf, dass ich die Dolly vergessen habe. So, ich baue hier mal gerade die Treppen weiter, dann kommen wir hier nämlich immer ohne Fliegen hoch. Ohne Fliegen. Ja. Da ist noch eine Dolly mit einem Blaze-Spawner, sehr cool. Muss auch mal gucken, was ich den irgendwo hinsetze. Da haben wir noch eine Dolly, sehr schön. Dann geht's wieder zurück und ich habe einfach noch nicht genug Storage Upgrades. Gerade Frage, warum ich bitte so viele Äpfel brauche, die sind auch total überbewertet. Klopfe ich mit der Dolly einfach die Fässer kaputt. Bam. So, mach die neu. Diese Arbeitsaufwand so. So, fertig, unser. Ah, da habe ich einen Fehler drin. Neue B-Space Fässer. Ach, die passen noch gar nicht rein. Ja, ist ja gut. Dann das 2er Upgrade für die Äpfel reichen.
Dann machen wir das B-Space Upgrade drauf. Das Void Upgrade passt schon nicht mehr rein. Okay. Dann muss ich doch noch ein Upgrade mehr reinmachen. Können wir die chiseln? Wir können die Torches chiseln, das ist ja cool. Um den Gag zu haben, hätte ich gerne zwei Stacks Äpfel. So, und Bäumchen. Hier muss ich die auch nochmal zerstören. Alles umsonst. Umsonst ist nichts, auch nicht der Tod, der kostet das Leben. Kalauer. Tja. Du sagst, das war umsonst. Es war umsonst. Nein, war es nicht. Hast du ja eben gelernt. So lang. Dann wieder die zwei Upgrades. Und jetzt kann ich jeweils noch. Sind das 13? So, ich habe eben noch ein paar Zäune angepflanzt. Jetzt wollen wir uns mal noch um die Türmchen kümmern hier. Die müssen nämlich noch ein bisschen in die Höhe gezogen werden. So. Auch alles viel zu groß, aber egal. Ach, es hat geklappt. Wunderbar. Jetzt passen auch 60.000 Holz rein. Wie viele Stacks sind denn das? Genug. 960. Eieiei. So viel habe ich nicht. Bei mir passen ein Stack. Also einmal ein Stack. 64 Stacks passen rein. So, das Holz habe ich schon mal drüben. Rübergehen, mich wieder zurück teleportieren, nehme ich natürlich. Ist da nicht weitergebaut worden? Was soll denn das? Setzlinge mit. Wunderbar, es geht langsam, aber ständig vorwärts. Ich muss jetzt mal die Höhe ein bisschen im Auge behalten, aber das ist zu wenig. Da muss man schon noch ein bisschen höher gehen. Meine Kiste fehlt mir natürlich auch noch. Oh, kannst du gerade mal schlafen? Ja, ich habe sogar ein Bett. Unter den Bäumen. Jim hat schon gemeint, meine Äpfel faulen wahrscheinlich schon so lange, wie sie da hängen. Und sind voll Wurm- und Matenstichig. Anzunehmen. So, ich glaube, ich gehe dann noch alles. Zwei hoch und dann war's das. Keine Diamond Chest benutzen, haben wir kein Eisen hier. Alles woanders hingepackt. Zinn, Silber. Höhe 97. Zinntruhen gibt es keine, schade. Machen wir halt Eisentruhen. Eins noch. Rudler. Ich überlege alles, was ich drüben noch bei der Farm vergessen haben könnte. Ich frage mich, warum ich meinen Schamas auslager, wenn andere ich alles zubomben. Ja, eigentlich liegt es ja nicht an dir. Geht aber länger überleben. Länger überleben! Und ich habe gehört, du planst bereits, Minecraft City 2. Hast du wahrscheinlich gerade sagen wollen. Block, block, block. Es wäre bereits Minecraft City 2 geplant oder zumindest mal in Planung. In Plan, also es soll auf jeden Fall gemacht werden. Mit welchem Modpack oder so weiß ich noch nicht. Aber auf jeden Fall soll es da weitergehen. Ja, das wäre doch cool. Aber dann wahrscheinlich mit der neuen 1.10.2 oder so. Ja, auf jeden Fall wird ein. Ups, da ist ein. Auf jeden Fall wird ein. Das neueste Minecraft drauf verbaut. Marble. Damit auch das Interesse der Zuschauer vielleicht höher ist.
Weil es bringt ja nichts, wenn wir hier jetzt eine alte Version von irgendwas nehmen. Und deshalb die 1.10, die 1.12 oder so würde am meisten Sinn machen. Die gibt es noch gar nicht. Na, was hast du gerade gesagt? 1.10.2. 1.10.2. Ist doch fast wie 1.12. Richtig gebaut. Ja, die 1.10.2 meinte ich ja. Die 1.12 gibt es noch lange nicht und ich glaube, die 1.11 wurde gerade erst rausgebracht ohne tollere Updates und da gibt es auch noch keine Anpassung von Modpacks oder sonst was. Aber du weißt ja, das ist dann deine Aufgabe, sowas wieder einzurichten. Ja, ich bin wieder der arme Server-Esel, der das machen muss. Jeder braucht seine Aufgabe. Ich kriege immer nur die komplexen Aufgaben. Ja, ich bin fürs Bauen zuständig. Sag ich ja. So, dann machen wir hier natürlich den Item weg, damit der auch bloß die Items in die Kiste schiebt und von dort aus werden sie natürlich von alleine rausgezogen. So, wir werden dann jetzt gleich noch ein paar von diesen Glowstone-Glas brauchen. Sollte ich gleich noch ein paar in die Fabrik, in die Produktion geben. Ich habe jetzt hier Bäumchen. Und Bäumchen. ansonsten sollte das, glaube ich, funktionieren. Müsste Was man kann halt ich denn testen. machen? Noch die Upgrades aus den anderen Glas. rausnehmen und hier wieder reinmachen. Ich glaube, ich bin hier fertig. Eigentlich schon Painting-Maschine. Du oder ich? Ob du eine hast, Ja, natürlich. werde ich mir mal demnächst eine Fassade painten lassen bei dir. Painting Machine. Ja, habe ich. Ich muss gerade nachgucken, ob das wirklich das ist, Weil was wenn ich ich jetzt dachte. alles neu baue, dann baue ich es auch, naja, hübsch her, um es korrekt auszuformulieren. Ich habe dein Bemühen zur Kenntnis genommen. So, wo ist denn diese Conduit-Fassade? Irgendwo muss ich noch welche rumfliegen haben. Soll nicht sein, dass ich keins habe. Signet Class. Dann habe ich schon festgestellt, wenn man auf die neue Version umsteigt, muss ich die ganzen Texture Packs alle überarbeiten. Das ist das Ätzendste. Ja, dann überarbeite die mal so, dass ich davon auch eins krieg. So, Nether Es bleibt halt Bricks. bei Bugs. Bugs oder wie auch immer das heißt. Ich? Nein, ich bleibe dabei. Ja, wenn es schön aussieht. Besser wie ohne. Eindeutig. Ja. Aber da fehlen noch sehr viele Texturen, die noch nicht zu dem neuen Format umkonvertiert wurden. Ich habe mal so ein paar Mods nehmen können. Ich hoffe mal, mein Rechner macht das mit. Glaube, die hießen nicht Fassade, die hießen Binder, oder? Ja, Conduit Binder. Guck dir diese Sachen an, das ist total gammelig. Sogar Mavier müsste auf seinem Rechner problemlos das Texture Pack laufen lassen können. Ja, aber das ist nicht mein Rechner. Meiner ist auch nicht Da steht so. 4 GB RAM, damit die jetzt laufen. Oder 1 bis 2 GB, damit du ein 64-Bit-Texture-Pack laufen lassen kannst. Oh, cool. Wird ja hier ein richtiges Schloss. Das denn alles gebaut? Gerade eben. Ja. Hat was? Sieht echt Bilders cool Wand aus. macht's Warum ist eigentlich so ein möglich. Loch bei dir da vorne? Wo ist ein Loch? Vielleicht gar nicht bei dir angekommen? Bin ich bei dir? Doch, ich Ja, bin bei ja. dir. Welches Loch? Da ganz vorne, wenn man reinkommt in die Karte sozusagen, in deinen Abschnitt. Ach so, ja, das muss ich noch bauen. Hallo. Verdammter Mist, wo geht's denn hier jetzt rein? Im rechten Turm geht's nach unten. Rechten Tor, oh, ganz versteckt. Geht Hup, fast in jedem Turm das war nach nach unten. unten. Und wo haben wir die Painting-Maschine dahinter? Ich sehe es schon. Alles im Arbeitstrakt. Irgendwas brummt und kroddelt auch ganz laut. Bei mir? Ja. Nee. Irgendeine Maschine, die gerade kurz angeworfen wurde. So, vielen Dank. Irgendwann werde ich den natürlich auch bauen, aber gerade noch nicht dazu gekommen. Da ist es schneller für eine blöde, gepaintete Fassade zu dir zu kommen. Ja, ist ja kein Problem. Jetzt bin ich gerade am Überlegen, wie ich das in Minecraft City mit den hohen Türmen gebaut habe, dass die schön aussehen von unten.
glaube, das ist der Joker, wenn man bei dem in die Nähe kommt, dann wird es immer schlimmer. Oder die Mischung aus Joker nimm und Shadow. Also ich weiß, je weiter ich weggegangen bin von euch, desto besser ist geworden. Ja, ja, und als ich jetzt hingekommen bin, wurde es immer schlimmer. So. Jetzt müssen wir da, glaube ich, mit ganzen Blöcken arbeiten, damit es eben gut aussieht. So, jetzt habe ich hier unten drunter auch kein seltsames irgendwas mehr. Hier und habe vergessen, die ganzen Add-ons mitzunehmen. Das kriegen wir diese Folge noch hin, oder? Ja. Ist noch Zeit. Sehr schön. Ich werde jetzt wahrscheinlich bloß ein Dach bauen. Von den Türmchen. Nur ein Tag bauen. Ein Dach. Ein Dach. Es dauert immer, bis das wirklich so aussieht, dass es. Es muss halt von unten schön aussehen, ja? Wie es hier oben aussieht, ist eigentlich relativ. Hier oben wird sich sowieso keiner rumtreiben. Jetzt habe ich die ganzen Setzlinge aufgesammelt. Ja. Yeah. Das macht immer Freude. Die ganzen Felder hier und den ganzen Kram muss ich auch noch alles wegmachen. Damit zumindest von mir hier keine Performance beeinträchtigt wird. Nur wenig, weil nicht viel da ist, aber trotzdem. So, das war das. Dann habe ich jetzt endlich die Upgrades, die ich brauche. Nein, ich will nur eins. Was wäre denn zwei? Ich könnte gerade mal gucken, ob das mit dem der Kiste. Ah, ja. Hat man so schön die Kiste gebaut. Ich glaube, ich habe vergessen. Nein. Eine Energieleitung hingesetzt. Die automatisch auf das Extract zu stellen. Also ich mag es eigentlich gar nicht, Dächer zu bauen, aber man braucht sie halt. So, nochmal das Ganze. Wunderbar. Dann nochmal die Fassade unten hin. Steine und die Steine. Was ist die kleine und die Steine? Steine und die Steine. Ach, ich habe die kleine verstanden. Nein, bei mir gibt es hier keine kleinen, die irgendwo hinkommen. Mehr Stacks an. Ding sein, seltsam. Natürlich habe ich die Erde drüben gelassen. Das stimmt noch nicht. So. Der Tank stellen wir natürlich hier hin. Bin mal gespannt, ob ich das Dach hier reproduzieren kann. Brauchen Bäume eigentlich Licht zum Wachsen? Ich denke nicht, oder? Doch, doch. Ja. Soweit ich weiß zumindest. Ich noch zwei Holz holen, dann bin ich hier sogar fertig. Sehr schön. Ach, zwei Erde natürlich. Wurden alle weggepackt. Oh. Noch mal genau, ich weiß, was ich noch für einen Fehler gemacht habe. Den Harvester abgebaut. Hätte wenigstens noch einmal die dummen Bäume abmachen können. Scheißdreck hier. So, das passt hier. Was das hier wird, das werdet ihr in der nächsten Folge sehen. Auf jeden Fall passt das jetzt erstmal so. Das Dach sieht eigentlich ganz gut aus. Es ist von unten auch als solches zu erkennen und nicht nur als roter Abstrich. Doch was. Ach, jetzt weiß ich auch, warum das Gerät hier aufgehört hat zu bauen. Ich habe noch keine Energiequelle hier gesetzt. Das ist natürlich suboptimal, um es mal so zu formulieren. Man könnte auch sagen, schade. Warum passiert hier nichts? Dann kommt jetzt hier meine Energiequelle hin. Nein! Oh!
ein Tesseract Frame, kein Tesseract. Ja, den musst du erst nur befüllen. Ja, ich hänge aber leider hier in dieser Dimension gerade fest. Jetzt kommst du nicht mehr zurück. Doch, sollte alles klappen, keine Sorge. Ach, wie langweilig. Ansonsten weißt du doch, slash spawn. Echt? So ein Kack. War mir gar nicht bewusst, dass das geht. Jetzt sitze ich aber das Tesseract hin. So. Bäm, jetzt geht das ab. So, bei mir war es das jetzt aber von der Folge. Ich werde hier die Dächer weiterbauen. Ja, ich hab's auch gleich. Zumindest bin ich hier fertig geworden mit dem Umsetzen. Da vorne muss natürlich nochmal die Fassade hin. Und dann habe ich zumindest hier Energie. Die Teleporter kommen dann demnächst auch noch woanders hin. Der hat Energie zum Setzen, der hat Energie zum Pflanzen. Wunderbar. Und ich klaue dem noch einmal kurz das Upgrade und mache in der Oberwelt nochmal alles weg. Dann wäre ich auch soweit fertig und hätte meine Farm beseitigt und umgesetzt. Das hat natürlich gleich wieder eine ganze Folge länger gedauert, wie gewünscht. Doch immer so. Nee, irgendwie häufig. Außerdem habe ich jetzt hier keinen Überlauf mehr gegen Slug. Deswegen geht es jetzt hier noch langsamer wie sonst was. Das Latsch heißt das ja nicht Slug. Ich dachte Latsch gerade, was du meinst. Mal kurz verwirrt. Für irgendwas muss ja gut sein, dass man das mal in der Farm alles, in der Fabrik alles mal. Ach, als ich zu Hause mal alles hingestellt habe. So. Und der Slatsch ist weg und dann kann der hier ganz schnell die Felder abfahren. Die Bäume. Jetzt ist der Leck tatsächlich mal meine Schuld hier. Ansonsten kann ich da hinten die Fässer holen und sie mal umbefüllen. Kommt dann als nächstes. Dann das eine in das andere leite und damit es weg ist. Ja, habe ich so lange so gut richtig gebaut und jetzt ein falsches. Jetzt verkackst du alles. Falsches Stairs platziert. No, alles wieder gut. Ein lustiges Kunstwerk, das hier entsteht. Bei dir? Ja, wenn der Harvester die ganzen Sachen abholzt, sieht gut aus. Achso, wenn die das Holz übrig bleibt. Ja, und vor allem, dass so total ohne erkennbares Prinzip abgeholzt wird. Oh, nimm, Twitter geht wieder ab. Und macht mich taub. Holz geht echt gefühlt einfach super random weg. Keine Ahnung, nach welchem Prinzip das geht. Wenn wir mit meiner Monsterfalle ja zwischen den Folgen noch kurz geguckt haben, mal gucken. Wow, 13 Endermen sind bei mir in der Falle gestorben. Zumindest habe ich 13 Perlen bekommen, das ist doch mal etwas. Und die Endermen fahren auch nicht mehr in der Basis rum. Perfekt, was möchte man mehr? Dann mache ich noch schnell die Bäumchen weg, die hier rumstehen. Bloß keine Bäume mehr wachsen. Und dann kann ich den Harvester ganz abreißen. Hat seinen Sinn erfüllt. Und ich habe es wirklich geschafft, noch ein zweites Dach gleich fertigzustellen. Perfekt, der Harvester ist weg. Dann kriegt der andere das Range Upgrade und dann sind wir fertig. Perfekt, wunderbar. Dauert alles immer länger, als man gerne hätte, aber es klappt. So, wo ist denn das Upgrade? Da. Dann macht er hier wahrscheinlich genau das gleiche wie eben der. Schauen wir nochmal, wenn ich das Upgrade in die Hand nehme. 12. Die haben alle das B-Space Upgrade, der nicht, aber der braucht auch keins. 110. Das Void Upgrade haben auch alle gar, das heißt, es kann nicht überlaufen. Oder fertig. Jetzt werde ich hier das ganze Ding noch ein bisschen höher ziehen. Deckel drauf machen und das war's dann für diese Fabrik hier. Dann werde ich vielleicht noch diese ganzen anderen Maschinendinger da hinten machen, aber das hat alles noch.
Das mache ich dann wohl zwischen den Folgen. So, gut. Ich habe 50% meiner Aufgabe erfüllt. Da stehen natürlich ja jetzt Zombies rum. Kommt mir bekannt vor, wo ich eben gemeint habe, ja, ich dachte, das dauert halt eine Folge und es hat zwei gedauert. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Schaut auch mal bei Mephisto 2051 vorbei. Oder bei Nym. Genau. Findet ihr alle in der Beschreibung. Dank. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns einen Daumen nach oben da. Genau. Wenn oder ihr schaut bei Twitter, wo wir regelmäßig posten, wann es etwas Neues gibt. Ja. Und vielleicht habt ihr auch Ideen schon für Minecraft City 2. Dann schreibt ihr einfach mal irgendwo in die Kommentare. Die werden dann gesammelt. Genau, entweder bei Varuna oder bei mir, das ist völlig flexibel. Modpack-Wünsche oder sowas oder keine Ahnung, Interesse mitzuspielen, einfach alles mal reinkloppen. Also, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, Leute. Ciao. Ciao.